Hallihallo, da sind wir wieder und ich begrüße Klopfkopf. Nee, Klotzkopf! Es heißt Klopfkopf. Kotzklopf. Klotzkopf mit Mischief Makers. Hallihallo. Super Start. Ich mach das nochmal. Nein. Das war geil. Nein, lass es, das war geil. Das war super. Ja. Fisch? Hallo. Okay. Gut. Dein Dings ist manchmal abgehakt. So. Herzlich willkommen zu Mischief Makers, liebe Leute. Ein Retro-Game, das ihr vielleicht sicher noch aus eurer Kindheit kennt. Das wird ein Any-Prozent-Run und nicht diesen Speicher beachten, er ist mein Übungsspeicher. Ja, meine PB ist. Was war mein PB-Fisch? Ich glaube, 1, 10, 25. 1,10,25, genau. Mein Name ist Klotzkopf und nicht Kotzklopf oder sonst irgendwas. So, machen wir noch ein Herzchen dahinter. Ich bin knackige 32 und der Timer startet. Achtung, jetzt! Und herzlich Ich willkommen, werde. Leute im Chat. Und du wirst kommentieren, die Geschichte. Genau, ich werde ein bisschen was zur Geschichte und zu den Glitches erzählen, die benutzt werden. Ja, und zwar handelt es sich hierbei um die Geschichte von Marina und ihren Erschaffer, dem Professor Theo, welche auf dem Planeten Clancer irgendwas untersuchen. Marina ist gerade unterwegs und der Professor wundert sich gerade, dass jetzt gerade Besuch kommt. Er erwartet Marina nicht. Da kommen die Bewohner des Planeten Clancer rein und ja, ihr werdet es gleich sehen. Der Professor wird nämlich in. Wie immer. Und jetzt achtet auf den Professor. Er wird nämlich gleich verschwinden. Einfach so, weil es einfach schlecht gemacht ist. Was? Welchen Engel soll ich feuern? Was meinst du damit, Blattdeif? Wie geht's dir überhaupt? Wie geht es euch allen? Hallo Nackenade, hallo Möwe. Begrüße ich ein paar Leute. Mu Wars. Core Meteor. Ich kann es so schlecht lesen ohne Brille. Margot Vario. Mr. Dynamite. Hallo Tiefisch. Und achtet auf den Server da unten unterm Fernseher. Wenn ich A und B drücke, bewegt er sich mit. So. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht verkacke, weil ich bin nämlich leicht nervös. Erzähl einfach, was du machst und ich hüpfe. Hau einfach. Und jetzt fliege ich. Okay, jetzt habe ich verkackt. So, ganz ruhig, Klotzkopf. Das ist der sogenannte Boost Grab. Eigentlich ist es nicht möglich, die ganze Zeit im Spiel zu fliegen. Also benutzen wir so eine Art Glitch. Ja, es ist mehr ein Oversight, aber man kann damit halt höher fliegen und durch die Gegend fliegen, was eigentlich nicht intendiert. So. Jetzt geht's hier über diese Bäume rüber. Und das sind so komische Portschlüssel, die man greifen muss in dem Spiel, um weiterzukommen. Aber wir gehen jetzt einfach mal. Ah, oh, fix durch. Ja, das sind so Fehler, die mir sonst nicht passieren. Verzeiht mir meine Nervosität. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. So. Dann unterhalte uns mal tiefisch, während ich mich konzentriere. Das ist halt ein ganz klassischer Plattform, wie ihr seht, mit mehreren unterschiedlichen Leveln. Die Mikro. gehen relativ schnell rum. Ja, Entschuldigung, ich muss gleich lauter reinreden. Entschuldigung. Die gehen relativ schnell rum, wie ihr seht, wenn man die richtigen Strats benutzt. Und Oh, ja, hier scheiße. sind wir Denk gerade in schon einer mal. Art Vergnügungspark. Dann gibt es natürlich auch das ironische Shake Shake, wer das Spiel kennt. Genau. Das ist Shake Shake. Verzeiht mir ein bisschen mein Gameplay. Ich gebe mein Bestes. So als Frau. Es ist ja eher selten, dass eine Frau runnt. Diese Farben sind, wie gesagt, da. Ja, das Spiel ist echt quietschbunt. Nur die Gesichter stören mich so ein bisschen, muss ich sagen. Welche? Das sind alles Klotzköpfe, das ist meine Familie. Was meinst du, wenn ich das Game runne? So. In diesem Level geht es darum, drei Kinder zurückzuholen, die irgendwie zum Essen kommen müssen.
Keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht nach dieser Geschichte. Es ist einfach weird. Aber wenn ihr das Game noch nicht gezockt habt, empfehle ich es euch. Es ist nämlich echt verdammt cool. Zum Spielen zumindest. Die Geschichte ist natürlich nicht so cool. Und achtet ein bisschen auf das Spiel und die Geschehnisse. Das Spiel hat sehr viele Referenzen zu japanischer Popkultur. Meistens zu Dragon Ball. Wir spielen mit Bulma, mit Düsenantrieb, der kaputt ist. Und der Professor ist Muten Roshi. Irgendwie. Ach, ne! Ja gut, die Kinder bestrafe ich dann auch nochmal, ne? So. Ja, die Kinder haben wir abgeliefert, wie es ab. Das ist der sogenannte Blockman, mein Bruder. Mit dem müssen wir uns jetzt hier durch dieses Level rumgurken. Upsala. Ach, ich bin einfach zu nervös, aber ich versuche trotzdem mein Bestes. Mit dem richtigen Rhythmus kann man die Bude hier auch schneller laufen lassen. Upsala. Na gut, in die Bomben sollte man jetzt auch nicht rein. So, und hier müssen wir dann abspringen. Weil wir ihn nicht mehr brauchen. Und übrigens, da steht so lustig Fun-Event. Dann ziehen wir doch einfach mal eine Clown-Nase auf. Nee. Tu mir nicht. Aber, keine Ahnung, es passt einfach so gut zu dem Bild, habe ich gedacht. So, bei dem Wurm tricksen wir so ein bisschen. Den werfen wir einmal in die Luft, dann werfen dieses kleine Mädchen dagegen. Und dann haben wir ihn nämlich gewonhittet, getwohittet. Und die Blumen machen wir auch noch kaputt. Mann, das ist so bösartig. Das Gute in dem Spiel ist, dass einfach auch alles explodiert. So. Blinzelt, kannst du das nochmal machen? Ja, es ist gar nicht mal so schwer. So, hier ist es am besten, wenn wir Terran, unseren Blockman, hier hast du ein bisschen Taschengeld dafür, einfach runterwerfen, dass die Feinde nicht so sehr auf ihn fixiert sind. Dann haben wir es nämlich leichter und dieser große Roboter geht einfach hier durch wie so ein Messer durch Butter. Und so bekommt ihr dann auch in dem Level euren S-Rang. Die S-Ränge sind nicht unbedingt nötig, aber ja. Wenn ihr sie könnt, seid ihr ein richtiger Gangster. ganz wichtig ist es, diese gelben Kristalle zu sammeln, damit ihr das Full Ending am Ende sehen könnt. Ja, das ist ein bisschen... Okay, das ist jetzt... Wer es mag, der mag's. Wer es nicht mag, mag's nicht. Aber ihr müsst das Spiel wirklich 100% spielen, um das volle Ending zu sehen, was wir heute nicht sehen werden. Aber ja... Ach, scheiße. Gut, wir hätten auch hier oben drüber fliegen können, aber irgendwie will das heute nicht. Der Vorführeffekt ist natürlich immer... Ups. So, dann grabben wir uns den Dude hier. Und machen ihn erstmal so ein bisschen Kopfschmerzen. Und er explodiert natürlich, so wie alles. Dann können wir mit der Bombe hier drüber springen. Explodiert die auch? Nö, die explodiert nicht. Huch! Eins in den Chat, wer dieses Kind, Game als Kind gespielt hat. Würde mich mal interessieren. Das kann ich zumindest lesen. Ich kann gerade nicht die ganze Zeit auf den Chat eingehen. Aber ich weiß, dass ihr da seid und ich liebe euch. Du wirst angefeuert. Hm? Du wirst angefeuert. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Die Nervosität wird sich dann auf jeden Fall legen. War das schon die erste Welt? Ja, das war jetzt schon die erste Welt, richtig. Jetzt sind wir in der Lava-Welt. Und da fällt mir auch wieder ein ganz, ganz toller Song aus meiner Community ein.
zu diesem Lied. Werdet ihr gleich hören. Klotzkopf, Klotzkopf, spiel uns den Run, Klotzkopf. Runne ganz gut und dann wieder ganz schlecht. Klotzkopf, Klotzkopf, du bist zwar ein Idiot, aber kannst es schaffen. Und eines Tages wirst du ein Struggler sein. Doch der Seitok sagt immer nur nein. Ach Gott, dieses Lied, ey. Ohne das hätten wir es jetzt nicht spielen können. Wenn meine Community schon teils hier ist und mich anfeuert, dann brauchen wir diesen Song. Und sorry für die Leute, die jetzt Ohrenkrebs haben. So, dann wäre das, das Level auch geschafft. Jetzt sind wir bei Vertigo. Ich mag dieses Level nicht. Okay, strenge ich mich an. Nein, hier singe ich dieses Mal nicht mit, keine Sorge. So. Upsala. Ja gut, da habe ich mich verdrückt. Wie immer. So, jetzt habt ihr das Lied im Ohr. Jetzt hört ihr es die ganze Zeit. Komm da hoch. Ah! Ups. Hallo Lil Cooper, hallo Royal. So, diese ganz hellen Namen kann ich irgendwie am besten lesen. So mal eben vorbei. Vorbeischauen. Oh nein, 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 ich will kein Lava-Bad nehmen. Ach, verdammt nochmal. Zum Glück ist das. Hilft ja bei Schmerz. Ja, genau, ne? Zum Glück ist das ein Fun-Event, ne? Und wir kommen nochmal in den Genuss dieses tollen Games von früher, ey. Ich fand das einfach klasse. Ich habe das irgendwie damals immer gezockt. Weiß auch nicht. So. Hier sehen wir übrigens gleich den nächsten Bitch, der in diesem Land verwandt wird. Und zwar kann man durch diese halben blockhohen Böden kann man durchglitschen, indem man in schneller Abfolge A, C unten und B drückt. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, hoffentlich. Oder auch nicht! Ach komm schon! Gut, dann werdet ihr es nochmal sehen. Ihr kommt nochmal in den Genuss, dass ihr das sehen könnt. Ach, herrje. Ah, das war jetzt schade. Aber ihr werdet wirklich noch in den Genuss kommen, das nochmal sehen zu können. So, jetzt kommt dieses lächerliche Level. Ich habe diesen Sinn irgendwie nie verstanden. Ja, die Typen erzählen da was von Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die machen jetzt gerade Pause und die verbringen sie am besten, indem sie sich von der Decke schwingen. Total komisch. Es ist sehr merkwürdig, ja. Da will ein Game, dass man das Glitchfest zeigt, sagt zieht sich. Wahrscheinlich, ja. Ei, ei, ei. Ja, wo ist denn da sonst der Fun, wenn die Glitches funktionieren? Genau, kannst auch ein bisschen die Kommentare vorlesen. So, das denke ich war jetzt ein S-Rang. Dafür geht das eine gut, wenn das andere schlecht geht. Ihr könnt übrigens den Tanz skippen, indem ihr hier so rüberfliegt. So, das war ein S-Rang. Irgendwann wirst du ein Struggler sein. Ja, das wäre schön. Das ist auf jeden Fall mein Traum, ne? So zum Run motiviert wurde ich halt durch die Struggler. Ich habe früher mal sehr, sehr gerne Speedruns so beim Essen geguckt, als ich noch klein war. Und ich dachte so, boah, das machst du niemals. Und jetzt, ja, irgendwie schon, ne? Dann habe ich die Struggler gesehen und dachte so, boah, die sind ja voll cool. Und, ja, dank dem guten Zaytox habe ich dann angefangen, weil er mein absolutes Idol ist.
Freefall. Ah gut, dieses Level ist einfach nur... Ach, scheiße. Ein Durchfliegen. Einfach mal ein bisschen runterboosten. Wenn ihr da einen S-Rang haben wollt, dann dürft ihr keinen einzigen Stachelkopf da berühren. Aber ihr müsst halt auch die ganze Zeit dann so nonstop nach unten boosten. Also ich bin da jetzt vorsichtig. Weil ich ja dann doch nicht zu oft jetzt failen möchte. Und da ist wieder der Song. Ey, die sind ja noch coole. Achso, uns gesehen, ja. Ihr seid auch cool. Macht auf jeden Fall Spaß. So, Hot Rush, das darf ich jetzt nicht verkacken! So. Na komm, 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 komm! Pupp dich hoch, Junge! Mädel! So. Ah, Jesus. Wenn ich leise bin, darfst du ruhig gerne etwas erzählen. Schrei nicht so laut. Blatter als Hund möchte, ich möchte gerne pennen. Ups. Wer möchte pennen? Upsala. Oh Gott, hier geht aber alles schief. Okay. Schrei ich eben leise. So. Hallo? Dun, 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 dun. Bei dem Level wird mir irgendwie immer schwindelig. Ja, das ist ja auch die Seasick-Klippe. Ihr könnt übrigens... Hast du gerade den nächsten Glitch gesehen? Genau. Wenn man oben auf Doll-Kreuz gedrückt hält, die Feder mit C unten anspannt, also nach unten das Jetpack benutzt und dann kurz vorm Absprung A und B gleichzeitig drückt, kann man die doppelte Höhe erreichen, damit die Hälfte der Wechsel ziemlich skippt. So ist es. Das ist Maigen und sein Sohn. Ich frage mich am besten gar nichts, wenn wir live sind hier. Wie das möglich ist. Upsa. Nehm mal an, er hat ihn selber gebastelt. So. Dem müssen wir natürlich eine boxen, was jetzt natürlich nicht klappt, weil der Rhythmus natürlich so bekloppt ist. So, hä? Wir hätten jetzt eigentlich getroffen. Aber naja. So, jetzt. Jetzt ist er tot. Jetzt sind wir alleine gegen diesen... Ich würde sagen, es ist ein Zora aus der Lava. Ich weiß es nicht. Und du sagst, du hast ihn gemacht. Du musst gerade irgendwie an Frankenstein denken. Ja, könnte, ne? Nehme ich doch mal an. Ich verstehe den Sinn dieses Spiels nicht. Ich weiß nur, dass es Spaß macht und dass wir alle in der Kindheit super viel Spaß mit diesem Game hatten. Ich erinnere mich noch, dass es wirklich verdammt schwer war. Oh ja, dieses Game ist wirklich verdammt schwer. Ich habe als Kind sehr, sehr viele Tränen vergossen. Und meinen Controller geworfen. Dun, 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 dun. Aus dem Weg, verstehe ich jedes Mal. Wenn jemand Japanisch kann, kann er mir das gerne übersetzen. Sonst werde ich immer diesen Songverhörer drin haben. Es ist übrigens, das Einzige, was nicht übersetzt wurde oder irgendwie verändert wurde aus der japanischen Version. Dieser Schrei da im Hintergrund. Der Boss hat in der japanischen Version auch Sprechblasen und sagt dann irgendwie, dass er sich nicht gut fühlt oder so, wenn man ihn dann trifft. Das haben sie hier natürlich rausgepatcht. Ich habe jetzt mich für diese Version entschieden, weil ich diese Shake Shake einfach witzig finde. Es ist einfach ein Meme. Und deswegen spiele ich jetzt nicht die japanische Version. Die japanische geht zwar ein bisschen schneller, aber ich fand die jetzt einfach zum Vorführen lustiger. Check. Oh! Jetzt guckt er so wie mein Mann, wenn er keinen Blumenkohl mag. Das finde ich witzig. Ich kann... Bini was, sagt, er kann japanisch, sagt die Streamerin ist sehr unterhalten. Danke, danke. Ich bin ein Streamer! Bist du etwa im Fernsehen?
Mhm. Hallo, Bama, ich bin 14. So, Geschichte. Ja, wir haben jetzt gerade die Familie Migen mehr oder weniger ausgelöscht, würde ich sagen. Dort sehen wir unseren Hauptantagonisten, den Imperator, welcher jetzt seine Krieger zu Hilfe ruft, die Beast Hector. Bestehend aus Luna, die Hyäne, Taurus, dem Gorilla und Mirko, dem Adler. Also auf jeden Fall ist der linke Nackenlade. Auf jeden Fall erzählt der Imperator jetzt, dass Marina und ihr Erschaffer Theo böse sind und die Bevölkerung vom Planet Clancer terrorisieren und dass sie unbedingt aufgehalten werden müssen. Da seht ihr, wie böse sie ist, indem sie halt einfach mal ganz viele von den Clancern verprügelt. Ich hab irgendwas im Auge, es tut weh. Egal. Ja, irgendwie wird sie jetzt manipuliert. Und es wird denen gesagt, dass Marina jetzt die Böse ist. Und, ja. Genau, der Cooper sagt die Power Rangers. Ja, ist das so. Werden wir noch sehen, warum denn so ist. Jesus. Aber die Referenz stimmt. Alter, ich hab alter scheiß Wimper im Auge, das tut verdammt nochmal weh. Aber da wir im Fernsehen sind, darf ich jetzt nicht mehr rumpummeln. Kennt ihr das, ey? Ihr tretet irgendwo auf oder ihr streamt. Oder ihr macht einen Run und eure dicke Nase fängt irgendwie an zu jucken oder ihr habt was im Auge und ihr müsst dringend auf Toilette. Ich hasse das. Auf jeden Fall planen die Clancer jetzt auf den Mount Snow eine Olympiade, suchen noch einen Preis und der Luna lässt jetzt einen Brief bei denen, sagt, die sollen den Professor entführen. Die sehen das als Möglichkeit, den Professor jetzt als Preis auszustellen. Und Marina soll natürlich den Professor retten kommen, damit sie halt Rache an ihr üben. Tja, ist das der echte Professor? Also, ich hätte gedacht, der wäre echt. Und nur nicht den Klotz verlieren. Ach ja. Und dann bekommen sie natürlich einen Brief, dass der Professor schon wieder entführt wurde. Marina rastet natürlich vollkommen aus, während sich die Roboter im Hintergrund kaputt lachen. Habt ihr gesehen, links war ein Pornokalender. Und Luna freut sich natürlich total, dass er Marina jetzt bestrafen kann und lacht sich da irgendwie total einen ab. Keine Ahnung, warum Bösewichte dann immer so hysterisch lachen müssen. Über Dinge, die nicht lustig sind. So, das spiele ich beste normal. Lach. Ja. Bevor ich hier wieder faile, werde ich dieses Level normal spielen. Normalerweise können wir dieses Level auch sehr weit abkürzen. Aber das ist halt für absolute Pros. Werde ich aber auch. Können wir halt Sachen zusammenmischen und da können wir halt vier Bomben zu so einer großen vereinen und können halt diese Barriere dort. Ja, wir können einfach eine Bombe werfen, theoretisch, und dann können wir uns mit dieser Explosion, während diese Bombe explodiert, darüber katapultieren. Ach Gott, das passiert jetzt natürlich. Ja, au, 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 sagt der Bauer, die Äpfel sind zu sauer. So. So, mit der guten Akupunktur, die wir jetzt gerade bekommen haben. Geht es entspannt ins nächste Level? Nach Clans War. Ups. Ja, irgendwie sind die im Krieg. Das weiß ich. Weiß nicht warum, aber es explodiert alles. Ja, wahrscheinlich, weil sie jetzt da sauer sind wegen dem Professor, das verhindern wollen. Ja, ich fragt mich bitte nicht nach dieser Geschichte. So, diesen Roboter hier, den bangt ihr am besten dreimal gegen die Wand. Und dann ist er tot. Das ist die schnellste Variante, um diesen gelben Roboter zu zerstören. Und dann hat die das Level auch geschafft. Und hallo, Captain Stefano. Sehe ich gerade so im Chat. Ich kann nun nicht wirklich gerade lesen. Missile Surf, soll ich es versuchen? Ich versuche es mal ohne Missile. Könnte das was werden? Ich entschuldige mich schon mal fürs Failen. Dann müssen wir es halt mit Missile spielen.
Scheiße! Ach, es war so klar. Gut. So hätte es dann ohne geklappt. Ich hab's gestern! Weiß ich nicht, wie lange noch geübt, aber okay. So können wir wenigstens ein bisschen Just Chatting starten nebenbei. Ist doch auch was Schönes. So. Ja, du wirst, wie lange speedrunst du denn eigentlich schon? Und vor allem, warum dieses Spiel? Warum die? Hab ich doch gerade erzählt. Warum dieses Spiel? Ich hab's immer mit meiner Schwester in der Kindheit gezockt. Das sind schöne Kindheitserinnerungen. Und ja, keine Ahnung. Das ist halt so das Einzige, was mir halt noch bleibt. Ne? Und ja, dann komme ich doch mal so in den Genuss, das irgendwie da nochmal zu spielen, mich da rein zu versetzen. Ihr kennt das ja selber, wenn ihr Retro-Games spielt. Das ist ja auch der Sinn, warum wir noch Retro-Games spielen. Wir fanden sie früher geil. Nächste Frage. Das ist ein gutes Stück Kindheit. Ja, Mann. Ja, was machst du denn so auf deinem Kanal? Wir haben hier jetzt einen Moment, wo wir darüber reden. Streamen? Ja, was spielst du denn so? Außer jetzt, wie beispielsweise jetzt den Speed? Hauptsächlich Retro und hauptsächlich runne ich. Aber ich habe auch manchmal meine Trash-Game-Partys. Das heißt, meine Zuschauer posten dann irgendwas in den Channel rein und ich spiel's dann einfach. Egal, was es für ein Müll ist. Da kommt manchmal sehr, sehr viel Lustiges zusammen, wenn wir dann da so voll am Ablästern sind. Und, ja, Klotzkopf ist der Name, dazu kann ich auch noch was sagen, der Name ist bei mir Programm. Weil ich mich halt ein bisschen trottelig anstelle. Aber sowas muss es halt auch geben. So, Clan bei Lift. Ja, Fenrir sagt, er hat sehr lange an dem Spiel gehangen. Ja? An welchem Spiel? Was du gerade spielst. Ja, wie lange hast du dafür gebraucht? Ach, verdammt nochmal. Es geht heute auch alles schief. Aber es interessiert mich jetzt, wie lange jetzt der Rennen gehangen hat. Trash Game Party, Night Trap. Wie zum Beispiel Zadette oder was wir gerade gesehen. Das war ein sehr interessantes Spiel, muss ich sagen. Welches Game? Das mit den gruseligen Gesichtern? Das fand ich gut. Was wir vorhin gesehen haben. Das direkt Klick danach. Ach so. The Robot Name Find? Das war scheiße, Fisch. Nein, das da. Okay. Danke. Also ich fand's jetzt nicht so toll. So, hier könnt ihr euch auch nochmal hier dadurch boosten, wenn ihr das richtige Tempo habt. Den Kampf mag ich nicht so wirklich, weil ich gerne mal die Roboter ineinander werfe. Aber jetzt scheint es ganz gut zu laufen. Jetzt kommt dieses garstige Ding hier noch. So, und natürlich explodiert wieder alles. Boom! Ach, schön. So. Das Beste ist auch, wenn ihr direkt beim Stern steht, um Sekunden zu sparen. Scheiße. Jetzt seht ihr einen Hund, der miaut. Achtet drauf. Ach Mann, ich wollte ihn eigentlich mehrfach hintereinander grabben, aber heute nicht. Jetzt geht's. Nicht. Ja, ich glaube, an dem Spiel sind in ihrer Kindheit viele Verzeihungen. Ja, na gut, man kann ihn eigentlich nonstop die ganze Zeit so werfen, wenn man das richtige Tempo abpasst und immer wieder auf diesen Kopf zuspringt und dann greift. Na? Bei mir auf dem Channel kann ich euch das irgendwann noch mal schön zeigen, wenn ihr Interesse habt. Ja. So. Oh, das Level ist total toll, in Anführungszeichen. Man muss einfach nur ein total schweres Rätsel machen. Also mich würde mal interessieren, wie lange ihr daran geknabbert habt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich als Kind ewig gebraucht, tatsächlich. Aber ich bin ein Klotzkopf. So. So, jetzt kommt ihr nochmal in den Genuss dieses tollen Tricks, wenn es jetzt funktioniert.
So, da könnt ihr nämlich einfach so durchglitschen. Und wenn ihr hier so ein bisschen rumhampelt, dann habt ihr die Kinder auch so im Pott. Plopp. Na komm. Zehnmal. Nicht runterfallen! Nein! Ah, schön. Da wollte sie doch glatt mitspielen. Echt? Bist du verzweifelt an dem Game? Wieso denn? Ich kann deinen Namen gerade nicht lesen. Ich streame extra ohne Brille, weil meine Brille einfach kacke aussehen würde. Du weißt ja, Frauen und ihre Komplexe, ne? Aber muss ja schließlich gut aussehen. So. Oh. Hä? Jetzt schon? Okay. Passt. Würde sagen, das war ganz okay. Obwohl. Wir dürfen. Also, wir haben bei mir auf dem Channel immer so eine Regel. Wir sagen immer, wenn was gut gelaufen ist, dass es scheiße gelaufen ist. Weil, wenn man sagt, dass etwas total gut läuft, dann läuft es plötzlich scheiße. Das ist dann der Fluch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und der Boss ist tatsächlich jemand, da sind viele dran verzweifelt. Welcher? Luna. Luna? Voll einfach. Ja, sind wir nicht alle ein bisschen. Wie man ihn überhaupt werfen muss. Ach so, ja, ja, klar. Ups. Also es ist schön, dass so viele das Game gespielt haben. Das finde ich cool. Jetzt kommt mein Hass-Level. Und ich merke gerade, dass ich vergessen habe, mir Voltaren auf den Arm zu schmieren. Ich habe nämlich eine Armverletzung zurzeit. Deswegen sacke ich auch so ein bisschen ab, manchmal, in diesem Spiel. Aber ich wollte halt trotzdem für euch streamen, für euch da sein heute. Ein bisschen Party mit euch machen. Und deswegen habe ich mich trotz meiner Armverletzung trotzdem dazu entschieden, zu runnen hier. Gute Besserung. Ja, es ist so ein Tennisarm, irgendwie komplett entzündet. Plus Karpaltunnel-Syndrom. Aber Leute, ehrlich, lebt eure Träume, macht's trotzdem. Scheiß drauf. So, da ging es drum, da ging es drum, dass der Preis präsentiert wurde. Und das war natürlich Professor Theo, Moten Roshi. Und die haben sich gefragt, wer so einen Scheiß eigentlich gewinnen will. Und dieser Roboter stand heulend in der Ecke und meinte so, aber ich mag ihn, ich finde ihn super. So. Der 100-Meter-Lauf. Ich hasse. Da muss man einfach nur drücken. Also werde ich jetzt einfach mal spammen. Okay. Aber ich muss sagen, ich habe auch die Level bis auf Rang S gebracht. Alter, krass. Gute Besserung, Kotzklopf. Danke, danke, Möwe. Danke. Jetzt kann ich ein bisschen Kommentare lesen. Nebenbei. So. Jetzt kommt der 200-Meter-Lauf. General sagt, er hat alle Devils auf S-Bahn gebracht. Das will ich sehen. Das möchte ich sehen. Ich werde dir nachher folgen. Folge grundsätzlich allen, die Mischief Maker spielen. Okay, das tut jetzt im Arm weh. Ja! Reiß dich zusammen, Klotzkopf, du schaffst es! Oh. Hast du diesen Level? Zum Glück können wir dann dafür den 400-Meter-Lauf einfach die ganze Zeit failen, weil das ist tatsächlich kürzer, als wie ihr ihn richtig spielt. Ach so, ich streame nicht, das war Kindheit. In der Kindheit? Ja, was warst du für ein krasses Kind? Ey. Respekt. Hm.
Seht ihr das? Der Typ da vorne, ne? Der hat diesen Helm von diesem Megaman-Gegner, der sich die ganze Zeit irgendwie versteckt. Wie hieß der denn nochmal? Weiß es nicht. Da überfragst du mich. Das wissen bestimmt aber es ist, aber es ist genau dieser Helm. Ich war auch der Einzige in der Familie, der das Spiel gespielt hat. Der Rest kam nicht klar damit. Schwestern und ein Bruder. Ah, okay. Ja, ja, ich kenne das. Verstehe ich das richtig? Genau. Die haben den Professor entführt, um ein... Ja, frag mich bitte nicht nach der Story. Es ist halt wirklich mega strange. Hey, der Megaman-Typ hat gewonnen. Yay, yeah, dem gönne ich das so richtig. Ach ja. Jump. Das ist ein Spiel, wo ihr einfach springen müsst. Theoretisch könntet ihr unendlich mit diesem Boost-Grab da durchfliegen. Es ist dann lustig, mal dieses... Wow! Scheiße! Dieses Spielbrett zu erkunden, weil hinterher ist nämlich nichts mehr da. Okay. Concentration, Klotzkopf, hör auf Bullshit zu labern. Dafür hast du deinen Kommentator, der nichts macht! Alles? Danke, Moment. Auf jeden Fall muss man hier weiter als 360 Einheiten springen, weil der Gegner nicht weiterspringt. Ja. So muss es sein. Gut, einmal hätte ich sowieso failen müssen. Och Mann, ich wollte 666. Das ist doch scheiße. So, gewonnen. Weil es ja auch so fair ist, ne? So ein kleiner Dienstkolben gegen so einen riesen Roboter mit Düsenantrieb. Jeder sollte einen Jetpack. Oh, ist 3-Fragezeichen-Taste. Wer mag noch 3 Fragezeichen? Eins in den Chat. Und was ist eure Lieblingsfolge? So. Ball. Och, ich hasse dieses Spiel, weil da kann man nämlich sehr, sehr... 69, ja klar, Folge. Der riskante Ritt oder was? So. So gibt's... Es gibt tatsächlich eine Folge, die so heißt. So, dieses Spiel kann man sehr leicht failen, wenn man irgendwie eine Bombe zu sehr abbekommt oder so ein komischer Rolligel einen trifft. Wenn euch der Pott aus der Hand fällt und ihr, wie wir es so schön nennen, Clown-Nasen-RNG habt, dann habt ihr verloren. Und das kann halt trotz der RNG sehr, sehr schnell passieren, ne? Also, wenn ihr dann so da reinguckt, dann kann kein Ball reinfallen. Aber dann kommt natürlich aus dem Nichts so eine Scheißbombe und sprengt euch natürlich den Kopf weg. So, den weißen brauchen wir wieder. Dankeschön. Nein, den roten nicht. Da bücken wir uns wieder. Ja, und klar. Und jetzt trifft mich natürlich diese Bombe. Und alles fällt in diesen Pott rein. Wetten? Nein? Okay. So will ich das haben. Wir könnten uns natürlich auch hier oben hinstellen und die ganze Zeit fliegen. Aber dann werden die Bälle natürlich so hochgeworfen. Und die Bomben natürlich so hochgeworfen, dass uns wahrscheinlich gleich irgendetwas treffen wird, wenn wir Pech haben. Aber jetzt gerade sieht es gut aus. Ja. Ich kommentiere jetzt bewusst nicht die RNG, weil sonst haben wir... Da ist dieser komische Igel. Den mag ich nicht, Mann. Oh, man kann ihn damit kaputt machen? Okay. TKKG oder eins besser? Jetzt unterhalten wir uns. Jetzt unterhalten wir uns über Kinderhörspiele. Finde ich gut. So, Hurdle ist ein Spiel, wo wir einfach durch diesen Parcours gehen. Was natürlich auch wieder absolut fair ist. Mit diesem Robotermädchen. Und der Megaman-Helm-Roboter ist wieder dabei. Wie heißen diese Gegner, die sich im Boden verstecken? Ich will es immer noch wissen. Upsa. Natürlich nicht so lahmarschig, wie ich das jetzt gerade mache. So. Ach, Klotzkopf. Wie sind die nicht Metabots? Ich bin mir gerade... Ja. Ich habe auch keine Ahnung. Die drei? Was? Die drei aus... Ach, nö. Nieder mit den blauen Igeln. Duckt sich vor mir. Wieso ist da ein blauer Igel? Spielt der Sonic? Also ich bin ja eher dafür nieder mit den zweischwänzigen Büchsen. Ich glaube, dann bin ich hier vor. Mathe-Fun. Na gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt schaffen.
Ich muss dazu sagen, kennt ihr Legasthenie, wenn jemand nicht lesen oder schreiben kann? Ich hab das mit Mathe. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich muss es an den Fingern rechnen. Und bei manchen... Okay, das war natürlich falsch. Da seht ihr mal, wie Dyskalkulie funktioniert. 9, 10, 11, 12, 13. Ganz interessant mal anzusehen, wenn jemand gerade mal so seine Einkäufe zusammenrechnen kann. Aber damit kann man halt auch leben. Das heißt nicht, dass jemand dumm ist. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siehst du? Es ist 11! 11! Komm, umarm mich. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es geht halt einfach ein bisschen schneller, wenn wir es dann halt rechnen. Aber ich muss es jetzt nicht... Wenn ich es jetzt verlieren würde, wäre es nicht schlimm. 19, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21. Nein! Ich habe die 6 gegriffen! Nicht schlimm. Wie gesagt, ich muss nicht gewinnen. 4, 5, 6. 6! Ich hoffe, sein Level vielleicht auch auf dem Zeitlimit. Ja. Ja, ist auch eine Minute tatsächlich. Ja. Oh, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Ja, Dyskalkulie, genau. Ist nichts Schlimmes. Also ihr müsst euch für sowas auch nicht schämen. Jeder ist, wie er ist. Zieht's einfach durch, lebt euer Leben, habt Spaß. So. Katastrophe. Jetzt müssen wir die kleine süße Katze verprügeln. Alle Katzenliebhaber, jetzt bitte wegschauen. Upsa. Nein! Na gut, ich lasse mir damit Zeit, ne? Diese kleine Katze weint natürlich. Ja, wir haben zwar geschummelt, aber sie hilft uns jetzt trotzdem gegen den Boss jetzt gleich. Ja. So, Boss-Time. Dabei kann ich jetzt nicht reden. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Da seht ihr jetzt übrigens die Power Ranger-Referenzen, aber natürlich jetzt direkt. Werde jetzt alle Phasen skippen. Wenn es glatt läuft. Genau, das ist Luna auf einem Cerberus Alpha. Am Anfang bewerfen wir eine Rakete. 5 Stück, dann springt ihr über uns. Nein, die Rakete ist explodiert, ich kann kotzen. So. Eine heben wir uns auf. Spring! Warum springt er denn jetzt nicht? Ach je. Jetzt springt er. Und wir treffen ihn natürlich, während er im Sprung ist, von hinten. Das klingt falsch, aber ja. So, die Dinger schütteln wir. Ja, damit skippen wir die ganzen Phasen, wenn wir das so geschafft haben. Die Dinger hier, diese Raketen, die schütteln wir am besten groß. Dann machen sie mehr Damage, was ihr wahrscheinlich auch von anderen Dingen kennt. Wenn man Dinge schüttelt, werden sie bekanntlich groß und machen mehr Damage. Ihr könnt jetzt denken, was ihr wollt. So. Wenn den Boss normal machen würde, gehört er mit tatsächlich zu den schwersten Bossen. Ja, also ich fand ihn ziemlich kacke. Besonders die Phasen. Ich bin froh, dass man es skippen kann. Oh, Heiner Müller, wie geht's dir? Oh, Heiner Müller ist der Knüller, Leute. Bester Mann. Damit haben übrigens die Professor jetzt ein zweites Mal gerettet. Dankeschön. Ja, genau. Du bist der Erzähler. Genau. Hier sehen wir jetzt Taurus, den Gorilla, wie er seinen Kumpan Luna sieht. Er hat gerade berichtet, dass der Erzabbau nach Plan verläuft. Und er ist natürlich wütend darüber, dass Luna besiegt wurde. Er erfährt gerade, dass Marina ihn besiegt hat. Er muss natürlich auch verblendet von Gerechtigkeit walten lassen. Er muss Marina unbedingt besiegen und beseitigen. Eigentlich soll er den Professor entführen. Aber er hört natürlich nicht zu, liegt wahrscheinlich an den dicken Kopfhörern hier auf. Da beschwört er direkt seinen Twitch-Fanclub. Das ist nämlich unser geliebter Nackenlade. So wie gestern alle ihn hier angefeuert haben. Das erleben wir jetzt hautnah als bildliches Beispiel. Kaum komme ich rein, schon höre ich... Was? Und gleich kommen die unanständigen Sachen. Ich habe ihm doch erzählt, dass er den Professor entführen soll. Da kommt Sailor Moon daher.
Ja, die Tafel schämt sich irgendwie ziemlich. So, der Professor und Marina haben sich ziemlich ausgerüstet jetzt hier mit zweideutig aussehenden Raketen. Wenn so, dass auch der größer, wenn man sie schüttelt. Lassen wir das einfach. So. Achtet links auf den Pornokalender. Über dem Schrank. So. Da kommt Clarina. Wie hieß sie nochmal? Weiß ich nicht. Carina? Carina daher. Und will mit dem Professor Fang spielen. An einen Gegensatz hat man ja gesagt, dass der Professor eine guten Roshi-Referenz ist. Natürlich steht ja. Da auf junge Frauen. Ja. Und fällt natürlich auf diesen Trick rein, trotz dessen, was so gut ausgerüstet. Das ist auf jeden Fall die witzigste Szene im Spiel, ne? Rolling Rock. Am besten macht ihr das mit... Wie heißen diese Sprünge hier nochmal? Dash, Jump? Das ist ein Wave-Dash, den man durch Spam von A und C unten gleichzeitig erreicht. Und da haben wir gerade den nächsten Dash gesehen. Man kann durch diese Blöcke einfach durchglitschen, indem man gegenspringt, nach oben greift. Dadurch klippt man einfach nach oben durch. Upsala. Ja, da wollten wir wieder zurück, weil es so schön war. Und beim Wave Dash muss ich unweigerlich an Super Smash Bros. Denken und das Geräusch da. Jetzt kann ich Heiner Müller gleich fragen bei dem Bossgeräusch, wenn ich jetzt, wo ich jetzt mal aus dem Weg verstehe, was es auf Japanisch heißt. Er spricht nämlich Japanisch, der Gute. So. Boom. Oh, mal was Neues. Der Professor wurde entführt und muss gerettet werden. Ja. Ich finde das sehr abwechslungsreich. Warte, was? Wer ruft aus dem Weg? Keine Ahnung. Immer wenn man in diesem Bosskampf ist, dann ist das so, dann ist ja diese komische Musik. Und da im Hintergrund wird immer irgendwas gerufen. Und ich verstehe jedes Mal aus dem Weg. Aber das ist japanisch. Und ich würde gerne wissen, was das dann heißt. Da komme ich auch gleich nochmal hin. Aber der Professor wurde entführt, er ist auch freiwillig gegangen. Ja, das ist. Ja, wahrscheinlich wurde er dann geknebelt. Dann. Draußen. Er ist halt ein einsamer alter Mann und das wurde eiskalt ausgenutzt. So. Ja, diesen Level hasse ich, ne? Der ist einfach. Diese kleinen Mini-Bosse hier, die wir machen müssen. Das ist aber schrecklich. Das sind übrigens die Eltern gewesen der Kinder, die wir in den ersten Leveln wieder geholt haben. Die sind in der Nähe, die sind einfach fleißig gewesen und sind jetzt mehrere. Das Lustige ist, in diesem Level, muss man dazu noch sagen, wenn man in diesem Level, wo man diese drei Kinder holen muss, den Vater zurückholen möchte, dann ist dieser hinter einer Wand zu finden, wo man eine Bombe werfen kann. Muss, um den Vater zu befreien. Dann nimmt man ihn wieder mit und dieser Vater, wenn man ihn zurückgebracht hat, sagt dann: Ach Gott, ich hatte gar keinen Bock mehr zu meiner Familie zu kommen und ich wollte einfach nur weg. Das ist einfach eine verdammt lustige Szene. Wenn ihr diesen Vater schüttelt, bekommt ihr halt den goldenen Gem dafür, den goldenen Stein, mit dem ihr dann am Ende das Full Ending sehen könnt. Aber jetzt sind die beiden wieder vereint. In 20 Minuten haben sie jetzt vier Kinder hergemacht. Das ist beachtlich. Ja, aber. Müssen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Ganz ehrlich, diesen Clan-Pot hasse ich am meisten, weil er kann meine Wurfkugeln hier blocken. Was ist denn das? Nüsse? Nee, warte, das klingt falsch. Kastanien? lassen wir das einfach. Steine! Steine, ja. Nee, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist irgendwie...
So, dann gehen wir zum nächsten. Hey, Fichterli, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen auf diesem wundervollen Kanal, den ich sehr ins Herz geschlossen habe. Das ist jetzt wieder wie Maronen aus dem Feuer greifen. Man kann sich ja echt übelst pieken. Wenn man daneben greift oder zu heiß ist. Da fällt mir ein tiefisches Koch. Hast du ein gutes Weihnachtsrezept für uns, vielleicht für Maronen? Unterhalten uns doch ein bisschen nebenbei. Ja, einfach ein paar Maronen kochen, beziehungsweise man kann sich gekocht hier schon direkt kaufen. Mit ein bisschen Karamell in der Pfanne, so ein bisschen karamellieren, mit einem Schluck Rotwein abgießen, ein bisschen ziehen lassen und das dann zum Gänsebraten oder zu einem Rinderbraten. Sehr lecker. Boah, jetzt hab Hunger. Ja. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, hey, ihr könntet gerne diesen Channel hier ein paar Geschenkabos verteilen, weil ich finde, Germansh ist ein super toller Channel. Die Leute geben sich sehr, sehr viel Mühe und hätten es auch verdient, ein bisschen unterstützt zu werden. Fände ich schon ziemlich cool. Also, schenkt euch zu Weihnachten ein paar Germansh-Geschenkabos. Da, 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 da. So. Ah, das ist halt doof, dass die Steine hier geblockt werden von meinen, von den anderen Steinen, die runterfallen. Ups. Na komm. Und da explodiert es wieder. Der hat übrigens den goldenen Stein, wenn ihr den schüttelt. Aber den brauche ich jetzt nicht. Wohin geht's jetzt? Hier drüber? Oder runter? Nee, nach unten. Ja, okay. Scheiße. Da habe ich ein bisschen gepennt. Da war ich schon in Weihnachtsstimmung, habe geträumt. Da ist. Nein, das werde ich jetzt nicht vorlesen. Manche ja, Sachen werde ich. Die Sachen im Chat schieben. Ja, das werde ich. Ich werde da jetzt auch nicht so krass viel. Boah, ich hasse diesen Pott. Komm. Geh doch kaputt. So. Weil die Steuerung ist einfach beknackt. Da müsst ihr wirklich perfektes Timing haben. Aber ich finde, ich mache das für einen Mädchenschuh ganz okay, oder? Du so. Machst das super. Dankeschön. Du bist mein einziger Freund. So, jetzt kommt ja diese Bohrmaschine. Oder was auch immer es darstellen soll. Die werfen wir jetzt einfach ein paar Mal noch ab. Warum miaut in diesem Spiel eigentlich alles? Ich meine, es hört sich ja putzig an, aber es ist ein Katzenschmerzschrei. Miau, miau. Vor allem auch dieser weiße Hund, den wir besiegt haben, er hat einfach miaut. Dieser Wolf. Jetzt ein bisschen Storytime. Jetzt haben wir die 7 Kinder zurückgeholt. Die sind eigentlich in diese Höhle gegangen, um den König zu suchen. Die Weihnachtsmützen passen aber. Ja, tatsächlich. Okay. Die haben alle Weihnachtsmützen auf. Ja, klar, das übersehe ich immer. die suchen den König tatsächlich in diesen Höhlen, der sich hier versteckt hat, weil die Welt sich gerade in einem Krieg befindet und sie den König brauchen, um die Clansers wieder unter sich zu vereinen und gegen den Feind vorzugehen. Sailor Moon. So, was passiert hier? Ja, Talon wollte gerade seine kleine Schwester retten, in Anführungszeichen. Die ist aber von Kalina gefangen genommen worden. Marina macht kurz einen Prozess, erklärt Talon, dass er sich auf seine innere Stärke berufen soll, dass er stärker ist, als er glaubt. Und wir werden jetzt von einer mysteriösen Person überrascht, die jetzt gleich ein bisschen was macht. Das werdet ihr gleich sehen. Er raucht. Wir wissen nicht, das wer ist das böse. Ist. Er wird uns jetzt ein paar Takte erzählen.
dass wir eine Bedrohung fürs Imperium ist und er kümmert sich jetzt selber um uns. Indem er uns weglasert. Mit einem Kamehameha. Das sieht eher aus wie eine, wie eine Genki-Dame. Oh, meine Nase juckt. Ich hab... Ach Gott, ey. Auf jeden Fall ist Marine jetzt verletzt und Taryn zieht jetzt aus, um nach Hilfe zu suchen. Genau. So. Klotzman in der Haus. Was ist eigentlich schneller? Das normale Rennen oder? Ne, das normale Rennen, ne? Oder diese Sprünge? Die Sprünge, ne? Was? Das Rennen. Das Rennen? Man lernt sogar was dazu. Es ist immer gut. Ein bisschen blödes Technikgefase, wenn man nämlich landen bleibt, weil ich eine halbe Sekunde stehe. Mhm. Jetzt haben wir hier dieses peinliche Kinderdreirad. Warum auch immer. Und das müssen wir jetzt irgendwo einparken. Warum auch immer. Dun, 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 dun. Dum, 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 dum. Dum. Da, 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 dum. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsbattle. Das ist jetzt eine Frau verprügeln. So. Das können wir auch ganz, ganz schnell machen, indem wir nur nach oben kicken. Poppy-Effekt! Ja. Schade. Ja, das ist noch nie so ungünstig gelaufen. So, auf jeden Fall, wenn ihr die ganze Zeit einfach nur kick, kick und immer wieder eine Seite sofort geht, so wie ich das jetzt gerade mache, ne? Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Immerhin ist der Beat gut. Oh. Kaputt. Kaputt, genau. Find's lustig, wenn die da so rumfliegen wie so ein kaputter Luftballon. Auf jeden Fall ist Marina jetzt geheilt und es geht weiter. Genau. Jetzt müssen wir Nackenlade besiegen, so wie wir ihn nennen. Terrace. Hoffentlich gibt er uns gute RNG. Weil wenn wir ihn nämlich gegen die Wand schmeißen, kriegen wir A, den goldenen Stein. Und wenn ihr jetzt nochmal diesen Move macht, den er natürlich jetzt nicht macht, hätten wir einen S-Rang haben können, wenn wir ihn nochmal gegen die Wand geworfen hätten. Gib mir deine Hand. So. Ja, das hätte er gerade machen müssen. Dann wären wir nämlich ruckzuck durch gewesen. Das ist einer der Bosse mit der schlimmsten RNG im ganzen Spiel, finde ich. Oh ja, oh ja. Im Idealfall dauert da weniger als 20 Sekunden, im schlimmsten Fall dauert da tatsächlich fast eine Minute. Oh, Alter, oh. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen Gaming-Stuhl, ey. So, Ghostcatcher. Erklären. Ja, wir haben den König gefunden. Der ist natürlich angsterfüllt, weil sich hier Geister in der Höhle befinden und die müssen wir jetzt mit einem speziellen Krug fangen. Ich glaube, das sind 12 an der Zahl, bin mir gerade nicht sicher. Dafür müssen wir insgesamt zweimal eine Bombe zu bestimmten Stellen. Dein Mikro. Ja, ich habe gerade außer den Knopf losgelassen. Um hier ein paar Sachen zu zerstören, wo sich auch die Geister drin befinden. Und die müssen wir jetzt nacheinander fangen. Kannst du da irgendwas in diesen Knopf mal reinklemmen oder so? Das nervt. Ich sollte ihn nur nicht loslassen dabei. Das wäre vielleicht Sinn. Ah, schön. So wie auf der Arbeit, wenn man was in die Taste klemmt, damit angezeigt wird, dass man arbeitet. Warte, Moment. Jetzt muss ich lachen, ey. So, das können wir auch einfach kaputt werfen, was nicht funktioniert. Aber ey, es ist ein Fun-Event und ich glaube, dem mache ich den Namen allen Ehre, oder? Warte, ich habe das falsch ausgesprochen. Egal. So. Wer jetzt auch gerade den Fun-Song von SpongeBob im Kopf hat, der kann gerne mitlaufen. Ja.
So. Schade. Jetzt da noch durch die Wand glitschen können, indem er einfach rettet A gedrückt nach oben gesprungen wird. So, dann lasse ich die Geister mal wieder frei, ne? Und hallo, Melli, wie geht es dir? Jetzt kommt wieder dieses peinliche Dreirad-Level. Ich fühle den Kran. Du bist sein Dreirad und wir wissen das so. Das ist gut. Ich habe sogar extra eine Clown-Nase dafür, ne? Fürs Fun-Event. Die ziehe ich am Ende nochmal auf. Sieht einfach gut aus, auch zu diesem gelben, wo der Fun-Event steht. Wäre lustig, wenn einer mit Clown-Nase dann da sitzen würde. Ach ja. Ja, zu dem Level gibt's halt nicht so viel zu sagen, ne? Die fahren Dreirad. Cyborg-Mädchen-Style. Da hat der König sein Dreirad wieder, was er irgendwie dann auch noch haben wollte. Ja. Jetzt kommt der Maulwurf, wortwörtlich. Erklär du das. Eins, zwei, drei. Der geht ganz einfach. Wir werfen ihn 16 Mal in die Luft, hauen ihn auf den Boden und der ist dann erledigt. 6, 7, 8, 9, 10 alle mit! 11, 12, 13, 14, 15, 16 und BANG! Und dann fliegt ihr hier einfach hoch. Dann rastet er nochmal kurz aus und ist tot. Tut mir so leid! Fichteli. So. Oh Gott. Hoffentlich, Gott, ich habe meine Notizzettel verloren. Für die Zahlen, aber ich werde es auch so schaffen. Einmal die 3, glaube ich. Was war das jetzt? 4, ne? Vier. Jetzt die 4 rein, genau. Dann war es drüben die 5. Dann war es die 1. Dann müssen wir nochmal runter. Zu 7. Dann greifen wir uns die grüne 8. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja! Das hat auch geklappt, den Tanz wieder zu skippen. Ihr geht einfach kurz einen Schritt zurück, also mit dem Boost. Und dann springt ihr einfach nach vorne. Der Roboter und Marina müssen dabei Händchen halten. Also, so könnt ihr euch dann orientieren. Jetzt besiegen wir Terrors aka Nackenlade. Indem wir ihn einfach sein eigenes Zeugs hier... Okay. Wir müssen sowieso Schaden nehmen. Ach ja. können wir auch mit ein paar Steinen nachhelfen. Lieber Terrace, jetzt gibt's was auf die Nuss. Können wir wenigstens ein bisschen Wurfskill trainieren. So, das Ding können wir jetzt auch nehmen und umdrehen. Und dann kriegt er das selber voll ins Gesicht. Den Schaden müssen... übrigens gleich die Power Ranger. Ja, stimmt. Jetzt kommt nämlich Beast Change. Warum er auch plötzlich auf einmal so eine Roboterstimme hat. Komm, komm her! Na los! Komm schon! Hallo! Es ist ziemlich lahmarschig. Jetzt eine Umarmung, komm her. Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten. War nur ein Scherz. Man kann ihn wirklich umarmen! Ach, lustig. Und schon fliegt er rum wie ein kaputter Luftballon. Der Roboter muss echt Kopfschmerzen haben. Oh ja. You were definitely my match, Marina. Als wäre es das Geilste auf der Welt, von einer Frau besiegt worden zu sein. Ach ja. Jetzt haben wir den Professor ein drittes Mal gerettet. Mhm.
Und jetzt lässt Marina ihn natürlich nicht mehr außer Augen, weil er wahrscheinlich wieder entführt wird. Und da kommt tatsächlich jemand und will ihn wieder entführen. Wir müssen natürlich als Marina sofort in Aktion treten. Aber irgendwie hat er ein schlechtes Gefühl dabei, was wir jetzt sehen. Professor! Er hat sich schon selbst aufgegeben und wird einfach abgeholt. Knecht Ruprecht hat zugeschlagen. Ach ja. Oh, dieser Gaming-Stuhl. Kennt ihr das, wenn so ein Gaming-Stuhl nur von heute bis auf morgen hält, ey? Und ihr dafür, weiß ich nicht, wie viel Geld ausgegeben hat? Ich hasse es. Nicht schon wieder. So, das ist der nächste der Beast-Tactors. Genau, das ist Mirko der Adler. Danke, Mirko, dass du dich uns vorstellst. Alle lieben natürlich Mirko. Natürlich schwört auch er Rache auf Marina. Soll eigentlich den Professor entführen, hält sich natürlich auch wieder nicht daran, hört nicht zu und macht sich auf den Weg, um Marina zu besiegen. Nee, nicht Merkel, sondern Mirko. Aber immer wenn wir das verkacken, sagen wir danke, Mirko. Clans War. Das ist eine Mega Man Stage, wie ihr sehen könnt. So, am besten nehmt ihr euch hier dieses Schussding. Da könnt ihr nämlich die Roboter, roter Tomatenroboter, eliminiert. Schon von weitem aus angreifen. Hoffentlich kommt irgendwann ein zweiter Teil raus. Ach, das glaube ich nicht. Das Spiel haben die Leute scheiße gefunden, leider. Aber war es wirklich cool. Ja. Am besten ihr macht dabei kleine Sprünge. Hm? Es sind Gerüchte verlautbart, dass tatsächlich Remake bzw. Remaster Spiel kommen soll, aber es ist noch nicht bestätigt. Weil es in Smash Bros. Ein Marina-Outfit für die Mies gibt, ne? Ich denke auch, dass... Ja. Das wäre cool. Und... Hey! Gelber Zitronenroboter zerstört! So, und weiter geht es. Es kann auch sein, dass ihr manchmal keiner dieser Geschosse hier droppen. Dann habt ihr einfach Pech gehabt. Das ist Aaron Jesus, der nicht mit euch war. So. Da habt ihr es gesehen, ihr trefft den Roboter schon ab da. Grüner Popelroboter ausgeschaltet. Ew. Sind goldene Kristall richtig fies versteckt? Ja, der goldene Kristall ist, boah, erklär du das, Fisch. Wo ist der goldene Kristall in der Mega Man Stage? Habe ich gerade im Chat erklärt. Der letzte Gegner im vierten Abschnitt vom Miniboss hat den Kristall, den muss man dann schütteln. Ihr könnt euch auch theoretisch einfach so in den Stellen und die ganze Zeit so grappen, 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 so rhythmisch. Und dann passiert's auch, aber ja. Und den Vogel, den haben wir, glaube ich, aus Donkey Kong geklaut. So. Jetzt kommt das langweiligste Level im ganzen Spiel. Da fliegt er am besten nach oben und pimmelt da einfach rum. Die Viper-Bumsebiene. Hier ist man so schön sagen. Ihr müsst einfach nichts machen, ja. Es sei denn, ihr wollt den goldenen Gem haben. Dafür müsst ihr die dritte Rakete, also drei Raketen, greifen. Und in der dritten, die ihr schüttelt, ist der goldene Gem drin. Das wäre jetzt in dieser hier. Also wenn ihr dann richtig steht, wird euch dieser Stein auch nicht runterfallen. Verdammt. Die Lebensenergie hätte ich gut brauchen können. Ach ja, dann stellen wir uns wieder hier nach oben. Das ist meine Just-Chatting-Szene. Hatte ich dann auch irgendwann rausgefunden. Ja, das Schlimme ist, wenn man es dann nicht weiß und dieses ganze Feld einfach mal durchschütteln muss, ne?
Der richtige Ansatz in dem Spiel ist aber grundsätzlich immer irgendwas zu schütten. Shake, shake! Oh. Am besten, wenn ihr einen S-Rang wollt, einfach die ganze Zeit hier schon greifen, 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 greifen. Ich krieg trotzdem immer keinen S-Rang. Irgendwie, obwohl es so geht. Fragt mich nicht warum. So. Na egal, machen wir es halt anders. Machen wir halt ein bisschen Kopfschmerzen. Ihr könnt natürlich auch das Schwert nehmen und vor ihm die ganze Zeit hinklatschen, aber den Rhythmus habe ich jetzt auch noch nicht so ganz raus. Deswegen ballern wir jetzt einfach mal das schöne Schild da gegen den Kopf. Wollt ihr den goldenen Gem haben, müsst ihr seine Lanze schütteln. Das hörte sich gerade so falsch. Och Mann, ey! Ich sag dazu einfach nichts mehr. Trapped. Okay, da muss ich mich konzentrieren. Das ist normalerweise ein Rätsel, aber ihr könnt die Bombe auch wirklich mit dem richtigen Timing auch so fangen. Ich hoffe, es gelingt mir jetzt direkt. Ansonsten muss ich es wieder aufs Lampenfieber schieben. So, first try. Sehr schön. Dun, 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 dun. Das ist tatsächlich zusammen mit der Missile ein sehr schweres. Oh ja. Ja, die Missile ist heute leider gescheitert, aber ich wollte es jetzt auch nicht von der Zeit her noch weiter auszögern oder so, ne? Der Arme. Also, wenn ihr King Karool auf Wish bestellt oder auf AliExpress, seid vorsichtig, ihr bekommt dann das. Aber sein Hakenhand ist cool, wie auch so. Und falls ihr es nicht wusstet, ihr könnt auf diesen Dingern hier fahren. So, Concentration-Klotzkopf, wie ich immer so schön sage. No. Au! Das hat wehgetan. Das ist übrigens Phoenix Gamma. Hier sieht ihr seinen Adler-Roboter, der funktioniert einfach genau. Noch zu pieken! Erzähl weiter, alles gut. Ich meine nicht. In der zweiten Phase müssen wir den Hals vom Vogel ausstrecken, um ihn damit zu verletzen. Den schlägt einfach zurück und dann einfach in sein Gesicht. Das sieht sehr schmerzhaft. Wow! Da habe ich mir gerade kurz fast. Und diese Flügelschläge, wenn die einen falsch treffen, können einen sofort töten. Und das ist jetzt die letzte Phase schon im Kampf. Er schießt zwar mit dem Maschinengewehr, dann schießt er Raketen. Die müssen gefangen, zurückwerfen. Dann war's das auch. Genau, und schon habt ihr theoretisch einen S-Rang. Habe ich Schaden genommen? Ja, ich habe Schaden genommen. Stimmt, er hat mich ja gepiekt. Also war es schon ganz gut, dass es passiert. Welches Game das wohl sein wird? Mischief Maker. Oder, warte. Lies du mal bitte den längeren Text vor? Sakura Lakua. Grüß dich übrigens. Laut Wiki, 19. Juni 2022, am 30. Jubiläum von Treasure, wollen sie ein sehr oft nachgefragtes Spiel Reaper. Mhm. So, was welches es sein wird, das weiß ich. Was passiert hier? Was passiert gerade? Ja, Theo wacht auf. Wir haben übrigens gerade Theo nicht gerettet. Der ist immer noch entführt. Der sitzt gerade vor dem Imperator und kriegt jetzt gerade Standpauke von ihm. Fragt sich, wo er ist und wer es ist. Und wir kriegen jetzt enthüllt, wer der Imperator wirklich ist. Er befindet sich tatsächlich in dieser Tafel. Er hat eine sehr interessante Ähnlichkeit mit dem Professor. Und wir erfahren jetzt, dass der Bruder Leo von dem Professor Theo ist. Und er sucht nach Macht, um das Universum zu beherrschen. So, jetzt kann ich meine Haare aus dem Gesicht machen.
Inner Struggle. Das ist der einzige Boss, den ich kenne, den man mit guten Wörtern bewerfen kann, bis er kaputt geht. Ach, jetzt habe ich Heiner gar nicht gefragt mit diesem... Ach, ich muss ihm das Lied mal schicken, dann kann ich ihn mal fragen, privat. Was da im Hintergrund gerufen wird. Death nicht einsammeln, da kriegt er nur Lebensenergie. Das ist der Grund, warum ich es nicht tue. Der goldene Gem, der hatte auch ein bestimmtes Wort, das ihr schütteln musstet. Ich weiß gerade nicht, welches. Das Wort heißt auf Englisch Dire und das müssen wir zu Hope schütteln und dann bekommen wir einen gelben Kristall. Ja, da ist sehr, sehr viel geklaut in dem Game, ne? Es ist echt lustig. Ich sag, das Spiel hat sehr starke Referenzen auf japanische Popkultur. So. Jetzt rastet sein Bruder total aus, macht ein Kamehameha. Und tötet den alten Mutenroshi. Nein. Mutenroshi, warum? Warum? Wenn ich jetzt Taschentuch hätte, hätte ich den Schnäuzer-Effekt gemacht, aber stellt ihn euch vor. Und er hat uns nur verarscht. Und dafür wird er jetzt einfach mal ins Jenseits katapultiert von Marina. Help me, Marina! Ich liebe diesen Spruch. Muss ich als Klingelton. Ja! Jetzt kommt der Endboss dieses Spiels. Und wenn der Endboss gleich golden leuchtet und macht, müsst ihr den Timer stoppen, liebes Germage-Team. Wir sehen übrigens in einer Sequenz, wie die drei Tierbotter sich dann zu diesem großen Roboter verhalten. Das ist ein Profi-Referenz auf Power Rangers, wie schon erwähnt. Und der Roboter selber erinnert mich ein bisschen an Voltron. Das Motorrad war am coolsten. Schick, schick. Okay, das ist jetzt absolute RNG. Ich hoffe, dass ich sofort treffe. Komm, RNGesus, sei mit mir. Ha! Schön. That's better. Geht ihr allerdings auf die linke Seite, wird der Boss euch irgendwie versuchen, die ganze Zeit abzuknallen. Und das braucht erstmal ewig lang, bis es vorbei ist. Also stellt euch nicht nach links, wenn ihr das Spiel runnen wollt. Dieser Strahl hier, wenn ihr euch davon treffen lasst, dann fahrt ihr übelst viel Damage, dass ihr fast tot seid. Dankeschön. Achtung, liebe Regie, es könnte gleich passieren. Gleich. Jetzt glaube ich noch nicht, aber... Ich glaube, einen Schuss brauche ich noch. No. Och, Mann, wie kann ich das fangen? Da rollt ihr euch einfach aus. Passiert euch gar nichts. Sieht gruseliger aus, als es ist. Tour, Talk! Oder was haben die jetzt gesagt? Juska. Achso, ich hab Tour, Talk verstanden dann. Achtung! Und... Time! Ach Gott. Ach Gott. Und no damage sogar. Schön. Da ist es okay, weil wir konnten ja den Timer stoppen. Und Dankeschön fürs GG. Auch wenn uns einige Patzer passiert sind, war das ein wunderschöner Run. Und, ja. Ihr könnt mich gerne auch auf meinem Channel besuchen, Klotzkopf 1990. Kommentiert hat der gute T-Fisch neben mir. Hallo. Und ja, ich würde sagen, ja, folgt diesem coolen Channel hier, lasst gerne einen Sub da. Ich danke euch, dass ich mitmachen durfte. Es war wunderschön. Wir haben leider nicht alle goldenen Gem für das Intro. Für den Abspann. Aber ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch heute von euch. Ich liebe euch alle. Danke, dass ihr da wart. Und ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Und ja, viel Spaß beim nächsten Streamer. Tschüss. Töre. Auch von mir noch einmal vielen Dank. Als nächstes wird jetzt erst ein bisschen Michael Waffer kommen. Der nächste Run
starte nämlich erst in ein bisschen. Dementsprechend haben wir ein bisschen etwas längere Pause. Vielleicht haben wir ja ein etwas Pausenunterhaltung, aber das werden wir dann ja gleich sehen. Okay. Dementsprechend sehen wir uns dann spätestens wieder für Euro Truck Simulator 2. Okay. Bis dahin.